Wer von euch hat mal Flöte gespielt früher? Es gibt doch einige. Aber dort hinten, ganz im Ecken, ist eine, die Flöte gespielt hat. Wie heisst sie dort? Hinter dir, ja, sie, wie heisst sie? Wie heisst sie? Andrea, komm schnell vor. Andrea, einen Applaus für Andrea! Andrea, komm schnell! Andrea! 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 Rippon, ganz schnell holen! Also, ich wünsche. Da ist Andrea, da. Ida? Es ist ja so, ich spiele den Titel sehr, sehr. Oh! Hier ist Andrea. So, jetzt müssen wir alle wissen, Andrea, von wo bist du? Von Kehrsatz. Von Kehrsatz. Wer weiß von euch Kehrsatz? Da will ich eben wissen, alles. So, Andrea, wir machen jetzt das Ganze etwas. Du musst es ein bisschen von mir herstellen. Ich muss das schön den Ständer ein bisschen richten. Wir machen das so. Also, ich drücke hier die Löcher drücken und du das einfach reinblasen. Oh, Achtung. Und die Leute haben immer das Gefühl, es ist bleibbar. Also, absolute Ruhe. Wunderschöne Nummer, eine von meinen Lieblingsnummern. Und wie gesagt, ich spiele sie selten, weil ich immer das Gefühl, ja, ich kann eine Palmflöte tönen wie eine Blockflöte oder umgekehrt. Aber es gibt ja in der Technik, ich kann euch das vielleicht schon zeigen, wenn man früher gespielt hat, so eine Flöte, ich könnte das wahrscheinlich. Es gibt ja die schöne Werbung da, oder? Könnt ihr denn? Luzerner Lachs. Und ich komme durch zwei raus mit den Gummistiefeln nicht machen. Und das ist der Unterschied. Und darum, es ist ja nur eine Sache von der Feinheit, wie man das spielt. Und darum möchte ich euch einen wunderschönen Titel präsentieren. Einer von meinen Lieblingstiteln auf der Flöte, und zwar die einsame Hirte. Absolute Ruhe. Speziell für Brigitte.